Ich finde, es ist eine ziemlich gute Form der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, weil es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, mitzumachen. Ich bin hier Anwohner und mich interessiert eigentlich in erster Linie das Polizeigebäude, das neue. Man kriegt keine konkrete Antwort, wie das gebaut werden soll, in welcher Art. Und die zweite Frage wäre für mich hier als Anwohner, wie wird die Verkehrssituation mit den neuen Wohnungen, mit dem neuen Polizeirevier, die An- und Abfahrten der Dienstwagen, wie wird das hier regelt? Da kriegt man hier keine Antwort. Das Werkstattverfahren finde ich wichtig, das muss tatsächlich so sein. Wir sehen natürlich, dass es immer einzelne Leute sind, die kommen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass es ja schon ein sehr anspruchsvolles Thema ist, sozusagen ein Bild für die Zukunft zu entwerfen. Ich persönlich finde es eigentlich ganz gut, dass wir einbezogen werden, dass wir uns die verschiedenen Meinungen angucken können, dass wir jede Perspektive sehen. Unser Bezug ist, wir sind betroffen von der Fläche, die bebaut werden soll. Und unsere Fläche soll halt verkleinert werden oder verschoben werden. Werkstattverfahren an sich, so ich war jetzt beim ersten und beim zweiten, finde ich auch als guten Ansatz. Es wird ja nachher so sein, dass nicht ein Entwurf gewinnt, sondern man wird aus allen Entwürfen das Beste ziehen. Und dann kann man nur hoffen, dass es, es wird so sein, dass es dann ein gutes Ergebnis wird und Tempelhof auch weiterhilft. Ja. Ich hoffe, dass es genau so eine Werkstattbeteiligung auch geben wird, wenn es letztendlich darum geht, welche Wohnungen wann, wie, wo gebaut werden. Hat mir gefallen, dass man sich sehr viel Mühe gibt mit den Leuten, die hier wohnen. Ja, also ich habe sowas in dieser Art noch nicht kennengelernt.